Thomas Müller! Oh yeah! Den goldenen Schuh. 2010 natürlich hat er ihn erhalten. Sehr, sehr geil. Oh shit. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Und heute gibt es die neuen Panini FIFA 365 Sticker. Und heute habe ich gleich mal 10 Tüten für euch am Start. Sehr geil, The Golden World of Football. 2017 die neue Serie ist erschienen und natürlich gibt es Unboxing hier en masse bei mir auf dem Kanal, natürlich auch bei Tilo und bei Alf. Auf jeden Fall gibt es heute die ersten 10 Sticker. Natürlich habe ich sie schon gesehen, wie die aussehen bei Instagram, also auf der Panini Instagram Seite und so weiter. Ja, und ich werde heute 10 Sticker-Tütchen öffnen. Diese Sticker-Tütchen könnt ihr natürlich auch im Panini Online-Shop kaufen. Ihr müsst nicht in euren Kiosk rennen, sondern könnt sie einfach versandkostenfrei im Netz, im Panini Online-Shop bestellen. Mappen-Updates kommen natürlich dann, wenn ich die Sticker sortiert habe und so weiter. Und wenn ich halt denke, dass jetzt ein Mappen-Update angebracht sein könnte, dann haue ich ein Mappen-Update raus, weil ich denke mal, euch interessiert auch, wie das Album aussieht. Und wir fangen hier an mit dem ersten Sticker und wir haben hier gleich mal Neymar Junior 2013 bis 2016 Golds, okay. 90 Stück wahrscheinlich soll das heißen. Sehr geil. Sticker Nummer 113. Weiter geht's gleich mal mit einem goldenen von Tigre, von der mexikanischen vom mexikanischen Verein vom. Oh yeah, sehr cool, kommt da oben hin, weil die Power Sticker lege ich immer einzeln raus und die ganzen normalen Porträt Sticker hier, wie zum Beispiel Nick Ansel von Melbourne, packe ich einfach ganz normal hier hin. So, Adrien Trebell von Standard Lüttich und Luis Pedro Figueroa. Schwierige Namen hier von Colo Colo. Mann, oh Mann, oh Mann. Zweites Tütchen. Mal gucken, ob wir heute gleich mal einen deutschen Sticker bekommen. Thomas Müller! Oh yeah! Den goldenen Schuh. 2010 natürlich hat er ihn erhalten. Sehr, sehr geil. Oh, shit. Geil. Einfach geil. Einfach, einfach geil. Packen wir natürlich auch hier hin. Und was ist das für ein Sticker? Jürgen Klinsmann. Es gibt quasi hier Legenden. 1995, 1996, Bayern München. Sticker Nummer 16, Leute. Also, da könnt ihr euch schon auf die Mappen-Updates freuen. Es macht einfach riesigen Spaß, diese Sticker dann noch einzukleben. Wenn sie jetzt schon so geil sind, hier Müller, Neymar, Klinsmann dabei, Leute. Bei einer Sticker-Serie. Heftig. Heftig. Daniele De Rossi. Costa von Penarol. Und zu letzt Islam Slimani von Sporting. Ich glaube, der ist noch ganz kurzfristig in die englische Liga gewechselt. Der Herr Slimani. Und weiter geht es mit dem dritten Tütchen. Barcelona. Club World Cup Japan. Die rechte Seite vom Mannschaftsfoto. Sticker Nummer 644. Packen wir mal da oben zu Neymar hin. Dann Schalke. Torjubelsticker hier mit Sané, Hünteler, Meier, Goretzka. Und so weiter und so fort. Iker Casillas. Porto natürlich. Claudio Baeza von Colo Colo. Und Marcelo Croye von Gremio aus der brasilianischen Liga. Liga, Liga. Natürlich gibt es auch wieder die Blackies, die man einzeln einkleben kann. Hier so, zack. Von was für einen Verein haben wir jetzt am Start? Einen japanischen. Okay, packen wir da oben hin. So, wo sind jetzt die Sticker? Das sind die Sticker. Boca Juniors Torjubelsticker. Luka Modric. Oh yeah. Ahmed Fatih und Lawrence Thomas von Melbourne. Ups. Ups, nee, doch nicht. Ich habe gedacht, ich habe da einen Sticker weggeschmissen, aber war doch nicht so. Ups. Paolo Golz, Club America. Luka Milivojevic von Olympiakos. Brian Ruiz. Axel Witzel.
Marek Suchi, Axel Witzel, da fällt mir eine kleine Story ein. Nämlich, ich habe da ein Unboxing gesehen auf dem Sansara for Kids Kanal, glaube ich, war das. Oder auf Ben Masterful, ich weiß es nicht genau. Da hat sie nämlich gesagt, Axel Witzel, ja, der hat schöne Augen. Natürlich, hier, Torsic, der hat natürlich auch, der hat hier einen schönen Bart, würde ich sagen, oder? Nee, Spaß, Dennis K. Moskau, Francesco Totti, Martin Skrüttel, Maidana und Arturo Vidal. Der Bulle im Zentrum da bei den Bayern. Und was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh, wahrscheinlich hier zwei Youngsters. Weigel und Rabiot von Paris. Sehr cool, was es hier alles Neues gibt. Costa, Fiore, Rodrigo Gallo, Albarracin von Peñarol. Und wie viele Tütchen haben wir noch? Drei Stück, Leute. Drei Stück haben wir noch. Wir machen nämlich weiter mit Matteo Casera von Ajax Amsterdam. Brahimi, Gudel, Ayen, Robin, sehr geil, und Martinez. Martinez, Japan, Mannschaftsfoto, okay. Gucken, was das für eine Bedeutung hat im Stickeralbum. Fernando Torres, El Nino, der Spanier bei Atletico Madrid. Bruno war ja sein Kindheitsverein, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ricardo Kentorion von Sao Paulo. Dennis Cheryshev von Villarreal. Und damit wären wir schon wieder beim letzten Stickertütchen, Leute. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Aha, Barcelona Logo. So sehen die Logos aus. Sehr cool. Sticker Nummer 65. Und dann haben wir noch die letzten drei Porträtsticker von Andres Rodales, Christian Palacios und Kaspar Schmeichel von Leicester City. Das waren die 10 Stickertütchen der neuen FIFA 365 Sticker-Serie. Mir gefällt sie mega. Mega, mega, mega. Ich wusste jetzt nicht genau, was ich sagen sollte. Mega, geil, heftig. Ah, ich habe mich für mega entschieden. Mega, geil, heftig kann man auch sagen. Hashtag mega, geil, heftig. Oh ja, yeah. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Jetzt nochmal der Hinweis, wie gesagt, ihr könnt die Sticker, ihr könnt die FIFA 365 Karten im Panini Online Shop kaufen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Versandkostenfrei natürlich innerhalb Deutschlands. Auch nochmal der kleine Zusatz. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich feiere die Sticker-Serie. Es wird demnächst weitergehen mit der Sticker-Serie. Mappen-Updates, Unboxing, Duelle. Obwohl, Duelle nicht, aber Bingo kann man damit machen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein. Wer noch nicht Abonnent ist, kann unten kostenlos auf Abonnieren klicken, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.